Ach ja, und das da? Ach schön. Das Bild ist echt so klein. Ja, aber nicht ganz so. Ne, es ist interessanterweise gar nicht größer. Hä? Okay, das ist interessant. Wie machen wir das jetzt? Ich muss das, glaube ich, nochmal neu suchen gehen. So, ihr seht gleich nichts mehr, aber ihr seht einfach irgendwie den unteren Bildschirm gar nicht oder den unteren Rand gar nicht. Ja, nee, so geht das nicht. Das da? Das hat doch gerade eben funktioniert. Aha. Da haben wir doch was. Es ist halt natürlich gerade 4 zu 3 und ich habe gerade kein Dings. Kein Layout. Wir starten hier mal so. Ist natürlich bloß gerade eben sehr, sehr spontan das Ganze. Wobei, kann ich dann noch weiter nach oben und unten gehen? Ach ja. Wir spielen ganz normal mal auf dem Dings, normalen Schwierigkeitsgrad, oder? Ach ja, der Let's Play-Spielstand. Das war der Dings. Das war der Spielstand, wo ich vorbereitet habe. Und das hier ist der Let's Play-Spielstand. Großartig. So, machen wir Samus B. Löschen. Und spielen ganz normal auf dem, nee, normalen Schwierigkeitsgrad. Experte ist mir jetzt gerade ein bisschen zu stressig. Ich will gleich bloß mal gucken. Ich stelle gleich nochmal alles ein. Ich will bloß mal gucken, wie sieht es gleich im Spiel aus. Weil ich kann hier im Menü gerade schwer abschätzen. Ein uninfiziertes Notsignal wurde zu einem havarierten Raumschiff zurückverfolgt, das sich im Orbit über Talon 4 befindet. Oh, diese Intro-Cutscene, ne? The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Und ich frage mich einfach, wie kann dieses Spiel immer noch so gut aussehen? Wie geht das? Es sieht so fantastisch schön aus. Ah, großartig. 100% Expertin unter 7 Stunden, WTF. Ja, und das ist mit Dings, mit allem Lesen und sowas. Also alle Nachrichten lesen, ne? Tja, da habe ich mich schon angestrengt. Okay, das passt also schon so, wie ich es mir dachte. Das heißt, ich stelle es einfach mittig. Wie gesagt, tut mir jetzt echt leid wegen den Rändern, aber ist halt 4 zu 3 noch. Können wir dann theoretisch, wenn wir das nächste Mal dann noch spielen, können wir es dann richtig machen? Okay, ich bin noch drin. Krass. Die Zeit für diese Grafik. Ja, es ist es halt. Wann kam das Spiel nochmal genau raus? Steht doch bestimmt hier hinten drauf, oder? 2002, 2003.
Das Spiel ist 14 Jahre alt. Und es sieht immer noch top aus. Wie gesagt, das ist gerade von der Wii gespielt. Das ist die Wii-Version. Merkt man gleich daran, dass die Steuerung einfach großartig ist. Aber ich liebe auch einfach die... Ich liebe den GameCube-Controller und ich liebe die Steuerung da drauf. Sehr, sehr schön. Ja. Na gut. Dann konnten wir mal die ganze Station. Wir machen ja die Viecher platt. Hat eine bessere Grafik als Try. Es ist einfach eine fantastische Grafik. Es ist... Ich weiß nicht, was sie damals gemacht haben, aber man kann definitiv verstehen, dass Retro wegen diesem Spiel so unbedingt eingestellt wurde. Wobei man ja sagen muss, laut Geschichte, aber es ist schön, die einfach so instant zu töten, laut Geschichte ist es ja so, dass... Ah ne, Charge Beam, nicht wahr? Genau. Dass erst als sie das Secret Ending gesehen haben, dass erst dann Nintendo gesagt hat, okay, es gibt einen zweiten Teil. Viele Spiele hatten unglaubliche Grafiken derzeit, das ist so. GameCube war einfach ein ganz starkes Ding. Ich finde einfach, Nintendo hatte vor allem in der Zeit halt immer wieder sehr starke Sachen. Auch N64 war für manche Sachen so ein großer Vorreiter, was Grafik angeht. Da waren auch so fantastische Spiele drauf. Jetzt gerade auch hier das Spiel, ganz eindeutig auch einfach unglaublich gut. Und ich finde, ja, es ist halt schwierig. Zu GameCube war Nintendo Vorreiter, ja, definitiv. Da gibt es echt fantastisch schöne Spiele drauf. Die so auch meistens auf der Wii gar nicht mehr erreicht wurden. Das war der falsche Knopf, könnte man jetzt behaupten. Ich nutze einfach die... Ich wollte sagen, die Bombenstrategie. Leider geht die nicht. Aber ich kann hier natürlich auch die Instant-Missile-Strategie benutzen. Ja, das kann ich auch noch. Das ist halt auch so mies. Ich würde mal sagen, den Mutterparasit machen wir gleich platt mit der Instant-Missile. Das ist, wie gesagt, ist eigentlich schon eine miese Strategie, aber... Ja, es funktioniert, ja. Sind heute leider nur noch im Handheld-Bereich. Schade. Ja gut, dafür aber dort echt stark. Also Nintendo und Handheld, das ist halt... Den Bereich macht ihn keinen so schnell streitig, aber das war auch schon immer so. Ich meine, seit dem Game Boy ist es ja so, dass eigentlich Nintendo die Übermacht hat. Und selbst wenn es mal stärkere Konsolen gab, was ja auch früher schon der Fall war, war Nintendo einfach immer beliebter im Handheld. Die PSP war ganz gut, muss ich sagen. Die PSP war ganz gut und ich glaube, die hat Nintendo auch zum meisten schaffen gemacht, weil Nintendo zu der Zeit den Game Boy Advance hatte, aber ich glaube auch nicht arg viel mehr. Ja, wobei, ich glaube den ersten DS, nicht wahr? Der erste DS kam auch so in der Zeit. Ja, wegen Pokémon. Auch vor Pokémon. Ja, wobei, doch, stimmt. Aber halt absolut keine Konkurrenz und vielleicht zum DS. Ja, dann später. Aber ich würde sagen, es gab so eine gewisse Zeit, wo die... guten Tag. Das habe ich vergessen. Oh, nein. Wie dämlich. Ach, Mann. Es gab so eine gewisse Zeit, wo PSP, denke ich, besser war als DS. Oder besser als Nintendo. Nur, au. Nur, es ist halt echt krass. PSP hatte halt große Titel. Ja, das ist das Nächste. Auch Monster Hunter ja zum Beispiel. Was dann später groß wurde. Der ist einfach mal mit der PS2 die mit hartem Abstand meistverkaufteste Konsole. Echt krass. Also PSP war schon stark. Nee, wie gesagt, es war auch eine saubere Konsole, aber sie haben nie gewonnen. Das ist halt das auch damals. Was gab's denn damals? Von Atari Jinx, glaube ich. Und... Ah, so ein schönes Intro. Atari... Nee, war das die Jinx? Ich weiß es gar nicht. Mein Wissen kenne ich auch bloß von Angry Video Game Nerds, sage ich mal. Oder muss ich sagen. Aber was war das? Atari Jinx und
Was hatte denn... War das Sega Game Gear, glaube ich? Genau, Game Gear. Bin auch gerade drauf gekommen. So, guck mal, was ich machen kann. Na, ist nicht sauber. Aber es geht trotzdem sehr viel schneller als sonst. Ja, guck mal, da habe ich es wieder. Es ist so mies. Missiles ohne Ende. Ah, großartig. Die Musik, ne? Es ist schön. Einfach schön. Mit der PS Vita ist Sony halt wieder abgestürzt. Ja, das ist halt das. Sie haben halt nichts gebracht, was danach kam. Die Vita waren eine schöne Idee, aber leider nicht gut genug. Nicht gut genug für das, was Nintendo da gemacht hat. Na dann, gehen wir raus. Verlieren leider unsere alle Items. Mal sehen, was für eine Zeit wir schaffen. Dafür seiten sie damit an den Konsolenmarkt. Das ist es halt. Also ich glaube, es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass Sony definitiv den Konsolenmarkt gewonnen hat. Auch Xbox kann der definitiv nicht standhalten. So, ihr dürft euch gerne darum kümmern. Ich bin hier einfach weg. Das hat ihn nicht getötet, einem Style? Echt? Krass. Oh, das Ding ist auch entzündet offen. Sehr schön. Okay. Aua. Nein, lass mich in Ruhe, kleinen Viecher. Auch so mies, dass man sie nur hier scannen kann, die Parasiten. Ansonsten nie wieder. Oder gibt es nochmal einen Punkt? Ich glaube aber nicht. Vielleicht noch einen Punkt. Irgendwo. Ich glaube nicht, dass man die... Die Parasiten sind, glaube ich, bloß hier scannbar. Ansonsten nie wieder. Es sind schon ein paar miese Sachen. Es gibt ja auch einen Story-Scan. Einen Piraten-Story-Scan. Das weiß ich auch. Den man nur hier scannen kann. Das Ente, oder? Meinte ich auch. Okay. Keine Ahnung, wovon ihr es habt. Ah je. Langsam macht sich doch eine dezente Müdigkeit breit. Aber nur langsam. Wir haben es aber auch beinahe geschafft. Wobei, wie gesagt, dann geht es natürlich noch weiter beim Olli, ist klar. Aber das sollte dann chilliger sein. Hoffe ich zumindest. Ja, mit der PS1 hat Sony halt nach und nach die Konsolen übernommen. Ja, schon. PS1 war natürlich auch stark, aber ich denke halt vor allem gerade, was sie mit PS3 und PS4 gemacht haben, würde ich sagen. Das hat es halt sehr nach vorne gebracht. Da raus. Okay. Ich wusste auch, es geht da raus. Das war bloß einfach ein bisschen zu früh. Die siebte Generation war die Wii und die 360. Ja, gut, okay. Die Wii war halt ein bisschen problematisch. Ja, aber PS4 nur an vierter Stelle, okay. Vor allem wie so an vierter Stelle. Wusch. Wusch. Sehr schön. Komm schon, Tür. Tür, okay. Da ist die Trilogy-Version auf der Wii U halt echt schön. Weil halt einfach alles so schnell geht. Ey, kannst du das lassen? Mich aber nicht an dem Ding vorbeikam, ne? Und alles verloren. Achso, DS, Wii U, 360, PS4. Echt? Da war sie. Da war die PS3 echt doch das am vierten Platz. Krass. Das heißt, erst richtig gewonnen haben sie. Ja. Ach, schade. Ist es nicht in Dings, ist es nicht in Prime 2, wo dann steht, Rest der Systeme online, also gar nichts?
Ich dachte, das wäre in dem Teil, muss ich echt sagen. Wie gesagt, das ist krass, dass sie dann theoretisch erst mit Prime... Prime 4. Mit PS4 so wirklich richtig gewonnen haben. Weil ich würde sagen, PS4 ist jetzt absolut auf dem ersten Platz. Tatsächlich war es schon krass mit ihrem eigenen Spiel, mit dem Master Chief. Ach so, ja. Da hat Halo angefangen, klar, logisch. Ja gut, Halo war stark. Die PS3 hat die 360 erst im Jahr 2014 überholt. Was man nicht mehr zu den Verkaufszahlen der siebten Generation zählt. Ja, okay. War schon einfach zu spät. Ja, 2014, wow. Das war schon sehr spät. Erfassung des feindlichen Objekts verloren. Aufklärung am Boden erforderlich. Landesequenz eingeleitet. Halo hat doch bereits auf der ersten Xbox angefangen. Ja, aber vielleicht gab es da irgendwie einen großen Teil oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber die PS4 ist schon draußen, ja. Deswegen haben die Verkaufszahlen ja wahrscheinlich überholt. Aber echt, da warst du schon draußen? Ich weiß ich gar nicht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann die PS4 rauskam. So, X-Boy, was? Was ist los? Ende 2013? Was? Wow. Krasse Sache. So lange schon. Hätte ich nicht gedacht, dass die PS4 schon so lange draußen ist. PS4 wird 4 Jahre alt. Wow. Das überrascht mich jetzt gerade eben, weil mir kam es nicht so lange vor. Definitiv nicht. 4 Jahre. Ich besitze jetzt, keine Ahnung, wie lange besitze ich die? So circa zu Weihnachten habe ich sie mir mal geholt, das weiß ich noch. Oh, die Musik. Eigentlich würde ich hier ganz gerne jetzt mal 8 Minuten lang stehen und die Musik genießen. Leider braucht es halt eine Weile. Weil die Musik ist einfach so großartig. Es gibt aber auch halt einen Grund, dass jedes Ende theoretisch oder jede Missionszusammenfassung von Prime immer dieses Theme hat. Aber bloß weil es ist so schön in der Mitte und man hört immer bloß das Intro, weil man einfach nicht lang genug hier ist. auch nur für Horizon Zero Dawn. Nee, ich habe sie glaube ich schon drei Jahre dann. Entweder 2 oder 3 Jahre. Also 2016 war es auf jeden Fall nicht. Oh, genau das. Das ist... Vor allem ist es halt so schön, wenn du zuerst mal auf diesem Planeten bist. Es ist einfach großartig. Ich habe gar keine Konsole mehr. Wow, okay. Jetzt aber. Da war jemand sehr radikal. Wieso das? Alles von PC ausgegeben oder wie? Ja, aber Horizon ist schon sehr stark. Ah, sehr, sehr starkes Spiel. Ja, mit dem Kuhmarbeiter lernte die geilen Fakten, ja, scheinbar. Ach ja, stimmt ja. Die Tipps, kann man die eigentlich ausschalten? Ich glaube schon. Ja, ohne Fernseher, was? Oh, okay. Wieso kein Fernseher mehr? Die Ruinen der Chozo. Da wurde beim Gewitter zerlegt, oh. Nicht gut. Anzeige. Musik, FX, Wiedergabe, zurücksetzen. Hinweissystem. Aus. Perfekt. Danke. Ja. Oh Gott, Hilfe. So. Horizon war grafisch richtig gut. Finde ich. Und ich muss sagen, es lief einwandfrei auf der normalen PS4. Ja, ich spiele es ja auch auf der normalen PS4. Und einfach wunderschön. Und ja, wie du sagst, läuft einfach perfekt. Also ich habe eigentlich nie irgendwelche... Das einzige Manko, was man sagen kann, ist, dass die
die Lippensynchronisation zum deutschen Text nicht unbedingt passt. An vielen Stellen, dass das ein bisschen eklig ist, aber ansonsten einfach perfekt. Auch die Ladezeiten, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man nach, halt, das ist der Speicherraum. Wenn man nach Meridian reist zum Beispiel, ja okay, passt. Wenn man nach Meridian reist, dann ist die Ladezeit schon ein bisschen höher. Also theoretisch sagen wir mal, gerade vom Noah-Gebiet nach Meridian. Aber es ist halt auch eine große Strecke theoretisch, man muss alles komplett neu laden. Und es ist halt auch eine große Stadt. Aber ansonsten, wirklich absolut krass. Horizon ist wahrlich nicht so ein kleines Grafikwunder. Hatte anfangs Befürchtung, dass es ein Ruckelfest wird, ja. Also schon der Unterschied war mal ein Witz. Echt? Okay. Deswegen bin ich auch so gespannt auf Death Stranding, weil hat ja die gleiche Engine. Und die Engine ist ja definitiv stark. Schauen wir mal. Darf ich eine kurze random Frage stellen? Das hatte ich bisher auch nicht davon abgehalten. Versuch dein Glück. Ich sag's mal so. Wenn ich Lust habe, sie zu beantworten, dann beantworte ich sie. Okay. So, mal sehen, ob es diesmal wieder buggt. Wo waren das? Wo hatten wir den Bug beim... Oh, das war schon okay. Wie alt bin ich? 23. Wann hatten wir denn den Bug? Ach, das war beim Dings. Beim Overkill Run, genau. Wollen einen zweiten Anschluss vorbeugen. Ja, kein Problem. So, up. Da haben wir sie getroffen. Das war aber beim Overkill Run, ich erinnere mich. Stimmt. War aber der Schwarm-Mechanoid rumgesponnen hat. Ist erledigt. Komm schon, da. Na, also. Genau, bei Metroid wurde letztes Jahr, ja. Wie gesagt. Du bist erledigt. Ah, mehr leider nicht bekommen. Da hinten. Geht aber keine mehr. Komm schon. Oh Gott, das sind ja alle wirklich. Oh, das war ein Schuss zu wenig. Verdammt. Oh, das war sie gerade. Okay. Vor 3 Tagen Geburtstag und endlich 14, ja dann alles Gute nachträglich. Du bist nicht erst 2 Jahre älter als ich, du wirkst viel erwachsener. Ist wohl so. Und das war's. Sehr schön. Du wirkst so viel erwachsener. Oh je. Ich dachte nicht, dass man das so einschätzt, dass ich so erwachsen wirke mit meinem ganzen Zeug, was ich so mache. Yeah. Aber in 2 Jahren kann sich viel ändern, Koma. Ob du das jetzt willst oder nicht, ist die andere Sache. So, zack, E-Tank. Dankeschön. Im Monat, dann wäre ich 25, ja, okay. Auch immer wieder interessant zu sehen, was für Altersunterschiede manchmal auch so dabei sind. Gerade der eine 14 geworden, der andere bald 25 und so. Wie gesagt, das ist immer interessant, was man da alles so für Leute sieht und findet. Ist ganz schön. Werde ich in 2 Jahren endlich ein Mann? Wir werden sehen. Au. Das alleine hängt nur von dir ab. Wir können uns eine Missile holen, aber nur eine, nicht beide. Ja, schon die eine Missile kann helfen. Oh, das war sehr gut getroffen. Na also. Die zweite Missile holen wir uns jetzt auch nicht. Oh Gott. Hi, na? Ich habe die erste Ansätze einer Glatze. Naja, wenn man so sieht, habe ich die auch. Das ist... Was sind die ersten Ansätze einer Glatze? Okay, gehen wir weiter zum Morphball. So schnell wie möglich machen wir hier wirklich mal so einen kleinen Speedrun draus. Wobei, ich meine, ja, je nachdem, was man als Speedrun bezeichnet, weil wir spielen es ja gerade eben ohne irgendwelche, na wie nennt man es,
Sequence Breaks. Also No Sequence Break Run wäre das schon. In den Seiten schon teilweise Löcher, oh je. Das klingt nicht gut. Ich meine, ich hab's halt bloß mit meinem Dings, dass ich vorne langsam die Haare verliere, so an der Stirn. Ansonsten geht das eigentlich. Ich bin auf 5, ja. Ja. Oh. Oh, wir machen einen kleinen Speedrun. Wieso machen die so viel Schaden? What? Och nö. Oh, wie dumm. Was war das denn? Hä? Als ob die so viel Schaden machen. Och Mann. Heute, ne? Was? Das ist... Ach. Kommt etwa ein Großjagi um die Ecke? Ich wollte gerade eben sagen. Ich sterbe heute echt bei den peinlichsten Sachen. Das ist so bei so einem G-Rank Diablos oder sowas sterbe ich kein einziges Mal. Nö. Aber ein G-Rank Großjagi tötet mich. Jetzt sterbe ich bei diesen kleinen, komischen Käferbiestern. Ach, und jetzt können wir halt den langweiligsten Boss aller Zeiten nochmal machen. Ja. Naja, es ist ein erster Boss von mir aus. Der war damals, ich weiß auch noch. Das ist kein Samus Returns mit Vault Shield, ja. Das ist so großartig. Ich liebe Zubats Platz zu machen dort. So, hey, kleine Freunde, wollt ihr rankommen? Ploff. Ach, Mann. Pass bloß auf, dass die keine Melix im Spiel einführen. Oh, meine Güte. Ich würde mir aber gerade eben wünschen, dass wenn Samus Returns wären, dann wäre ich einfach wieder nach dem Schwarmmechanoiden gespawnt. Das ist echt, ich muss sagen, so. Dann machen wir euch halt platt. Ich dachte echt nicht, dass sie so viel Schaden machen, muss ich echt zugeben. Vor allem, ich dachte, dass es halt wirklich so ist, dass die mir halt mehr Energie geben, wenn ich es durchlaufe, als dass sie mir abziehen. Ich wurde schon mal vom Konchu getötet. Ja, okay. Das ist dann halt auch so eine Sache, die alles wieder wettmacht. Ja. Mini-Camelius, oh Gott. Halt, immer die falsche Richtung. Ich will immer dort lang. Hätte ich mal gespeichert. Da sieht man. Das passiert mir aber immer. Kennt ihr das? Dass wenn ihr theoretisch denkt, ach komm, speichern brauche ich nicht, dass ihr gerade dann drauf geht. Passiert mir irgendwie ständig. Hätte ich da vorhin gespeichert, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte ich auf magische Weise mit einem Leben überlebt. Na gut, machen wir nochmal. So viel zum Speedrun. Yay. Kann man es eigentlich cheaten, dass die Cutscene nicht aktiviert wird? Bestimmt irgendwie. Das war mein erstes 2D-Match heute und ich war froh, dass es Autosaves gab, so oft wie ich da gestorben bin. Ja, ist schon ein fieses Spiel. Ich muss auch sagen, die Metroids haben definitiv einiges dazugelernt. Oder allgemein die Bosse, was ich bisher so gesehen habe. Ist schon nicht so nett. Vor allem als erstes 2D-Metroid ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Okay, sehr schön. Ja, komm schon. Oh, alle drei. Die kann ich natürlich nicht besiegen. Zwei gehen, drei natürlich nicht. Ja, so. Perfekt. Oh, okay. Oder so. Ja. Samus Returns, wie gesagt, ist echt ein fieses Spiel. Oh, gleich drei, vier, wow, fünf. Nice. Das hat einfach mal die komplette Gruppe zerlegt. Na, nicht ganz. Den hätte ich gerade auch noch bekommen können. Egal. Das war gerade eben sehr gut. Na, also. Geht doch. Da war ich gerade ein bisschen zu voreilig. Da bin ich schon reingesprungen. Ah, Gott. Ich bin Storys an dem Velocidrom verstorben. Ah, das geht ganz leicht, wenn du mal denkst, wenn du den sehr früh bekommst. War eine Ecke, während ich gegen einen Astralos gekämpft hatte. Hat nur noch einen Strich Leben und da kam der Ball des Todes. Okay. Aber so ein Velocidrom kann schon sehr
kann schon sehr fies sein. Sorry, am Velocidrom verzweifeln kennt man, ja. Das ist, wenn du halt reingehst, theoretisch drei Velocipreys im Spiel platt gemacht hast und dann so, oh hey, Velocidrom, ja, das ist uncool. Aber warte mal auf die jetzigen Folgen ab. Kleiner Spoiler, da habe ich auch nochmal gegen Velocidrom gekämpft. Schon jetzt würde ich sagen, dass er nicht mehr sehr interessant war. Was nicht jetzt nach der Wüste? Oh, okay. Da sollte ja eigentlich kein großes Problem mehr sein. Wieso gehen die meisten Leute eigentlich automatisch davon aus, dass ich sie ignoriere, wenn ich einen Kommentar nicht lese? Und ich habe bloß, dass ich ihn vielleicht übersehe, beziehungsweise aber gerade was anderes dann im Kopf hatte. Hilfe, so. Ich habe keine Ahnung, was du geschrieben hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Wann hast du das denn geschrieben? Hä? Ich sehe keinen Kommentar von dir, Niklas. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Beim Alter? What? So lange her? Die Leute machen was aus ihrem Leben. Hatte vor 3 Tagen Geburtstag. Damit nur mal kurz eine random Frage stellen. Nö, hab ich nix. Wie alt bist du? Wollte nur meinen 2. Anschuss vorbeugen. Hatte vor 3 Tagen Geburtstag. Die Leute machen was halt aus ihrem Leben. Und dann nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Hast den Roman nicht gelesen, den ich geantwortet habe? Da ist keiner. Dann hat er entweder Twitch-Probleme oder du hast irgendwelche Sachen falsch gemacht. Da ist kein Roman. Lag also nicht an mir. So, diesmal sind wir schlau und machen die Biester platt. Das geht nämlich, du kannst ein paar davon abschießen und dann aber reinspringen. Dann bekommst du mehr Leben. Aber ich glaube, die geben keine Leben, wenn sie dich verletzen. Das ist das Problem dran. Na gut, mit leichter Verzögerung auf zum Morphball. War nur ein bisschen peinlich. Okay, so. Machen wir die hier alle platt. Ich liebe es einfach die ganze Zeit hier R zu spammen. Du kannst einfach nicht verfehlen. Es ist so übertrieben. Es ist zwar so ein bisschen Disco, aber es ist halt schon sehr krass. Bye. Und das kann man halt in der neuen Version nicht. Zusammengefasst, du bist einer der tollsten Menschen, die es gibt. Und ich wünsche dir alles Gute. Wow, dankeschön. Vielen Dank für das große Kompliment. Ich wünsche natürlich auch alles Gute. Upp. Ins Gesicht, kleiner Käfer. Naja, nicht ins Gesicht. Und... Puh. Nein, komm schon. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Käfer? Gar nichts, du bist tot. Was fällt oder klappert denn bei dir die ganze Zeit? Du meinst das da? Oder wie? Das ist mein... DS? Da Quatsch. Das ist mein DS. Das ist mein Controller. Controller damals haben noch Geräusche gemacht. Das fällt oder klappert da die ganze Zeit. Das ist mein Controller, den ich gerade im Spam. Zeltas, bist du's? Au. So, ihr habt auch nichts mehr von mich, okay. Na gut, gehen wir weiter. In die Richtung oben, genau. Kommen wir heute noch zu Flagra? Wird ein bisschen knifflig, oder? Der Cube-Controller war auch echt gerade nicht ein flüsterleises Teil. Aber er war gut, muss man sagen.
Minigun plus Raketenwerfer ist gleich Samus, ja. Beides in einer Armkanone vereint. Achso, ist fast genauso schnell gestorben, ja. Gut, da weg. So, dadurch, perfekt. Ich glaube, wir sollten heute zu Flagga kommen. Ich will heute zwar, also ich will pünktlich Feierabend machen. Wie gesagt, geht danach dann ja weiter beim Olli. Aber ja, so grundlegend geht das schon. Wir sollten es eigentlich packen. Na, schau mal. Je nachdem, wir uns gleich beim Bombending anstellen. Oh. Ich habe gehört, das war vielleicht nicht die beste Idee. Ich habe gehört, das geht vielleicht mit Doppelsprung, aber nicht mit einem einfachen. Na gut, dann gehen wir halt den langen Weg. Nachdem wir so ein bisschen Schaden kassiert haben. Okay, Speichern brauchen wir nicht. Heißt, wir gehen hier einfach durch. Chargebeam brauchten wir aber. Chargebeam können wir uns ohne Bomben holen, oder? Ja, schon. Bis wann macht Olli denn? Olli macht noch bis 20 Uhr heute. Nein, komm, gib mir Missiles, danke. Das wäre so ärgerlich gewesen. Sehr schön. Olli macht einen 24-Stunden-Stream. Der macht, wie gesagt, bis 20 Uhr noch. Perfekt. Okay, wir... Müssen wir nach unten? Ich habe immer so das Gefühl, nein. Halt. Ein Symbol habe ich dort hinten vergessen. Dort unten, genau. Hey, wieso kann ich nicht scannen? Bis 20 Uhr, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Na, wie gesagt, er macht halt einen 24-Stunden-Stream. Das ist, wenn ihr theoretisch von mir Anfang an, weil er streamt halt von 20 bis 20 Uhr. Das heißt, wenn ihr halt beide Streams gucken wollt, dann habt ihr ja sogar 29 Stunden auf dem Buckel. Das ist halt das. Deswegen würde ich auch keinem empfehlen, beim Olli dann nochmal bis ganz zum Schluss dabei zu bleiben. 29 Stunden ist dann schon echt hart. Aber ja, genau. Ich bin bis 9 da. Also nochmal 4 Stunden dann. Wo wir dann ein bisschen die Bosse weitermachen. Von Story Mode. Beziehungsweise Story Mode klingt falsch. Adventure. Das ist das richtige Wort. Und hier. Ja, wusste ich's doch. Man kann alle 4 von oben holen. Sehr schön. Die sind Tentakel, ne? Irgendwann krieg ich dich. Irgendwann krieg ich dich. Nein, tust du nicht. Hau ab. Komm zu mir, kleiner Chargebeam. Sehr schön. Ich habe jetzt 3 Tage auf dem Buckel. Okay, das sollte man vielleicht nicht tun. Das ist vielleicht dezent übertrieben. Okay, komm schon. Go, go. Viertelstunde, kurz Bombenwächter und dann auf zu Flagra. Flagra will ich auf jeden Fall noch machen. Adventure Mode. Worum geht es? Hearthstone. Hearthstone Adventures. Gerade mit den Bossen. Was? Heizung ist kaputt. Und deswegen kannst du nicht schlafen? Also arschkalt. Hast du ein eigenes Haus oder wie? Weil ich muss sagen, bei mir läuft die Heizung mir und bei mir ist es eher relativ warm. Eigentlich normalerweise, wenn du nicht gerade eben ganz unten oder oben wohnst, sollte das eigentlich auch so Passivwärme geben. Eigene Wohnung, ja, okay. Ja, also theoretisch ohne Nachbarn, oder wie? Das meine ich eigentlich. Ach, ganz oben. Ja, okay, das ist ein größeres Problem dann. Das kann dann schon zu Kälte führen. Wie gesagt, ich bin halt mittendrin und ich brauche keine Heizung. Das wärmt sich immer so schön auf dadurch. Auch hier im Wohnzimmer, muss man sagen. Im Wohnzimmer ist es eigentlich immer viel zu warm, wegen dem ganzen Equipment hier halt. Und im Schlafzimmer ist es dann immer schön angenehm kühl. Das ist echt eine schöne Sache. Genau richtig ausgesucht an sich.
Okay, wäre es was anderes, wäre ich da geblieben. Ja, es ist halt Olli. Und Olli macht Hearthstone. Das ist, kann man ihm jetzt nicht verübeln. Läuft bei ihm ja ziemlich gut. Komm schon, geh auf, okay. Wir wohnen im Dachgeschoss und hier sind alle eigentlichen Temperaturen immer plus 10 oder minus 10. Ja, also ich habe früher auch im Dach, in der Dachwohnung oder Dachzimmer theoretisch, umgebauter Dachboden, habe ich gewohnt. Und ich kann da auf jeden Fall ein Liedchen von singen. Aber jetzt in meiner eigenen Wohnung, sag ich mal, ist das angenehmer. Wie gesagt, im Wohnzimmer ist es halt bloß ein bisschen unerträglich heiß. Vor allem, wenn man halt einen 18-Stunden-Stream hinter sich hat, aber das, naja, ist eine andere Geschichte. So. Kann man nicht auch eigentlich... Na egal, ich glaube, mit Doppelsprung geht das. Ey. Blödes Auge. Ansonsten aus Tessen ist momentan sehr kalt. Oh, das ist natürlich dann auch noch fies. Aber es ist dann wenigstens auch noch schön warm. Blöd. Komm. Perfekt. Nummer 2. Ja, man braucht Doppelsprung. Okay, dachte ich mir. Schade. Ich hätte mir am Anfang auch versuchen können, den Doppelsprung zu holen. Aber ich wollte es mal ein bisschen normaler spielen. Außerdem kenne ich halt die Methodik nichts, sage ich, nein, nicht, um den Doppelsprung zu holen. Deswegen hätte ich es mir jetzt gerade auch nicht zugetraut. Also ich habe es halt noch nie gemacht. Deswegen. Benny, möchtest du vielleicht noch ein paar Worte an deine treuen Follower und Zuschauer richten? Was? Hast du einen Speedrun gesehen? Ach, schon ein paar Speedrun, sonst irgendwelche Sachen. Was ich auch schon gesehen habe, sind Randomizer davon. Das finde ich auch sehr cool. Prime 1 Randomizer. Ist auch eine coole Sache. Und da sieht man halt auch sowas, wenn man dann halt den Doppelsprung schon hat. Und das hier macht. 1K. Naja, grundlegend, ich habe ja schon mehr oder weniger Danke gesagt. Das ist halt, es ist halt immer nur eine unglaubliche Sache, dass wir jetzt so einen 1K-Follower haben. Das ist einfach so eine Sache, aber ich denke, die habe ich auch schon zu Genüge erwähnt. Vor allem halt, dass es halt so ist, dass die 1K-Follower kommen, obwohl es bloß, ich sag mal, 3000 Leute auf YouTube sind. Normalerweise ist das ja nicht so der Fall, dass es sich so gut überlappt. Aber es zeigt halt auch, dass sehr viele Leute auch eher von Twitch kommen. Und das freut mich halt zu sehen, dass beide Plattformen theoretisch gut laufen. Und ich will definitiv die Twitch-Plattform auch nicht aufgeben, weil es macht einfach so viel Spaß, auf Twitch zu streamen, weil es halt auch, ja, ein bisschen besser ist als YouTube. Ja, sie haben einfach mehr Erfahrung, definitiv. Aber wie gesagt, an sich... Ich habe ja eigentlich schon ein großes Dankeschön gesagt und ich kann es nur immer wieder sagen. Wie gesagt, auch jetzt, dass wir halt schon mittlerweile über 1100 Follower haben, ist halt so krass. So, dadurch. Und ja, ich muss einfach sagen, ich gebe weiterhin mein Bestes, dass es. Möchtest du, ist ja Fragensform. Ja, also wie gesagt, ich kann definitiv nochmal, oder ich sag ja gerade ein bisschen was dazu, jetzt eine große Rede halten würde ich jetzt nicht tun. Da wüsste ich auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, weil es, ja, was tue ich denn? Es ist ja meistens schon alles gesagt. Achso, hat nichts gehört, achso, okay. Ja, wie gesagt, ich versuche weiterhin mein Bestes zu geben, dass das natürlich dann auch so weiterhin bleibt. Beziehungsweise, dass ihr natürlich weiterhin Spaß habt auch hier. Oh! Komm schon! Yes! Dass ihr natürlich auch weiterhin Spaß habt, hier zuzuschauen. Es ist aber bloß... Ich muss definitiv auch ein bisschen was ändern gerade eben. Es war halt sehr, sehr stressig in den letzten paar Monaten, sage ich sogar mal.
war es halt sehr, sehr stressig auch bei mir. Auch vom Privaten her, sage ich mal, oder halt vom Arbeiten her. Definitiv, das war halt das Größte oder das Schlimmste dran. Und wenn sich das vielleicht wieder so ein bisschen einrenkt und jetzt auch mal wieder die Projekte sich ein bisschen einrenken, dann ist das alles auch wieder ein bisschen angenehmer. Und da kann ich vielleicht auch ab und zu wieder öfter streamen. Weil es halt in letzter Zeit auch ein bisschen untergegangen aus dem Monster Hunter. Ich muss ehrlich sagen, ich finde deine Streams auch besser als YouTube-Videos, einfach weil es persönlicher ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde einen großen Unterschied, also ich will auch definitiv nicht... Ich habe schon, muss ich ganz ehrlich mal sagen, schon ab und zu auch mal überlegt, gerade weil auch die ganzen Sachen waren mit diesem nicht werbefreundlich und was weiß ich alles. Und ja, YouTube halt in letzter Zeit, wie es gerade eben schon hieß, YouTube sehr viel falsch macht in letzter Zeit. Habe ich mir überlegt, auch mal komplett theoretisch bloß Streams zu machen, wäre halt auch sehr viel angenehmer und einfacher. Wenn man sich auch bloß hinsetzt und ein bisschen was spielt. Aber grundlegend mag ich beides eigentlich. Ich mag es auch einfach mal, mich hinzusetzen, ohne Ablenkung vom Chat und einfach nur das Spiel zu spielen. Um mich da voll drauf zu konzentrieren. Weil man merkt halt schon öfters, dass wegen dem Chat halt gerade auch mal ein paar Fails passieren oder sowas, die mir sonst nie passieren würden. Ich meine, ich will da jetzt auch nicht angeben oder sonst irgendwas oder deine Ausrede versuchen, aber es ist halt auch manchmal so, wenn man den Chat mitliest, dann hat man einfach die Konzentration weniger. Und deswegen, ich will einfach eigentlich beides nicht missen, das ist halt das. Und deswegen werde ich wahrscheinlich beides auch weiterhin führen. Und dann bekommst du halt gar kein Geld bei, leider. Meinst du, wenn ich nur streame? Ich meine, wenn ich dann irgendwann Partner werde, dann schon. Partner werde ich ja mit oft genug streamen und einer groß genugen Fanbase. Und das könnte man irgendwann erreichen. Du kannst es ja einfach ignorieren, das geht nicht. Selbst wenn ich es ja ab und zu versuche, geht das nicht. Das ist halt das Krasse dran. Ich habe mich einfach schon so dran gewöhnt, ab und zu kurz nach links zu gucken. Das ist halt so. Und je nachdem, wie verpeilt ich an dem Tag bin, gucke ich mal öfters mal weniger nach links. Oder, ja, versuche mich dann selber halt so ein bisschen abzulenken. Das ist halt das. Heute geht's, muss ich echt sagen. Heute bin ich aber auch kein Stück müde. Ich bin jetzt eigentlich immer noch relativ fit und wir haben die 18 Stunden geknackt. Also ich schau mal, wie ich dann bin nach den 4 Stunden nochmal, aber ich würde sagen, heute wäre ein Tag, wo ich theoretisch auch einen 24-Stunden-Stream hätte packen können. Aber bloß vom Gefühl her, weil, ich meine, war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so schon dringend einen Kaffee oder einen Energy bräuchte oder so irgendwas. Gegessen habe ich auch schon ewig nichts mehr. Also von dem her, ja, ich fühle mich eigentlich gerade ganz gut. Ich bin eigentlich auch bereit, dann gleich nochmal 4 Stunden lang Hearthstone Adventure zu machen. Das geht. Na, gähnen ist was anderes als müde. Wenn ich müde bin, wenn ich müde wäre, dann hätte ich hier gar nichts gebacken bekommen, das sage ich dir. Gähnen ist so ein, ich sag mal, Dauerzustand. Ich will es mal einfach so formulieren. Nee, also leicht müde bin ich auch. Ich merke, dass ich angeschlagen bin. Aber ich meine, sollte man hoffentlich auch verstehen. Nach 18 Stunden Stream. Und ich meine, es ist halt auch immer wieder krass. Das ist, 1k Follower ist zwar krass, aber es gibt halt auch gerade ein paar Leute im Chat, viele sogar, würde ich sagen, heute, die tatsächlich die ganzen 18 Stunden dabei waren. Und das ist halt so eine krasse Sache. Da auf jeden Fall auch ein großes, großes Dankeschön auch nochmal. Weil so ein Support ist vor allem heutzutage in dieser schnelllebigen Welt nicht wirklich schnell. Nicht wirklich schnelllebig. Das sind halt solche Sachen. Manchmal habe ich solche Brainlags dann einfach. nicht selbstverständlich. So eine Loyalität auch. Müde warst du das letzte Mal bei Dauntless. Genau. Das sind solche Momente, wo ich dann echt beinahe einpenne. Und das ist einfach die Frage. Es kommt meistens deswegen, es war ein Freitagsstream. Ich war jetzt ca. 16 Stunden bei, war 2 Stunden mal kurz weg. Ja, aber trotzdem, das ist es halt. Das ist halt so, wie gesagt, so übertrieben. Und dann großes Dankeschön, wie gesagt. Okay, so. Beide Dinger. Großes Problem ins Gesicht. Das haben wir noch nicht gelähmt.
Eigentlich habe ich es falsch rum gemacht. Zuerst ersten Generatoren schießen, dann Flaggerer lähmen und dann nach hinten. Aber ich meine, macht keinen großen Unterschied. So, Plopf. Auch so ein cooler Boss, ne, von seinen Animationen und alles. Wie er einfach umfällt. Das ist ein schöner Puzzle-Boss. Ich war jetzt schon den ganzen Stream dabei. War nur einmal kurz duschen. Ja. Aber wie gesagt, das ist einfach... Ja, es ist, das Spiel ist einfach großartig. Duschen? Was ist das? Ach, es ist so ein großartiges Spiel. Ich freue mich gerade eben, dass wir das jetzt zum Schluss noch gespielt haben. So. Ey, wieso hat das nicht getroffen? Na, was sagst du jetzt, hä? Das sagst du vielleicht dazu, okay. Okay, du bist gelähmt. Das war eigentlich ein relativ gutes Timing. Mit dem Missiles ist es ja fast besser. Und... oh. Nein, falsche Richtung. Verdammt. Na gut, ich hätte theoretisch den Vierer schon gemacht, muss ich sagen. Na egal. Au. Also, aber ich will heute noch was anderes tun. Deswegen bleibe ich nicht bis 9. Ansonsten scheiße ich meine Eltern wieder. Okay. Ja, kann man natürlich auch keinem von keinem verlangen, dass man dann nochmal die 4 Stunden extra bleibt. Vor allem zu so einer Sache wie das Hearthstone Adventure. Das ist natürlich was ganz Besonderes. So. Jetzt müssen wir aber definitiv das richtig machen. Okay, perfekt. Diesmal laufen wir auch nicht in die falsche Richtung. Und damit haben wir Flagger erledigt. Tatsächlich hat das doch noch funktioniert. Sehr schön. Wunderbar. Oh. Ich hätte es beinahe... Ich dachte, ich höre noch irgendwie ein Geräusch oder sowas, dass das Ding weg ist, aber... Hat auch so schon funktioniert. Okay. Flagger ist platt gemacht. Sehr schön. Das heißt, wir können... Hat die GameCube-Version ein Auto-Lock-On? Art-Auto-Lock-On? Ja, du kannst theoretisch mit L kannst es dein Ziel anvisieren und kannst währenddessen dann hin und her springen. Oder um das Ziel rumspringen. Das geht schon. Also theoretisch, ja gut, gerade eben kann man es halt nicht sehen, aber ich zeig's dir gleich mal. Aber ja, wie gesagt, du kannst definitiv das Ziel anvisieren und dann trifft halt auch jeder Schuss. Also, ja, an sich jeder Schuss. Also jeder Schuss geht dann in die Richtung. Du musst nicht mehr nochmal selber nachzielen. Was auch nicht wirklich funktionieren würde beim GameCube, muss man sagen. Oder beim GameCube-Controller. Damit haben wir sehr schön den Warrior Suit. Ja, und die Schulterplatten sind auch so groß. Ich hab's ja gesagt, denn... Ist doch schon draußen, oder, der Part? Ja, ich glaube schon. Ja, müsste. Ich hab's ja schon gesagt, in Samus Returns... Ist das eine Frau? Was? Samus ist eine Frau? Ja, Samus ist eine Frau. Hallo? Okay, eine Frau, die da nicht hochkommt. Aber ich habe es ja schon in Samus Returns gesagt, dass die Schulterpanzer mir ein bisschen groß vorkommen dort. Aber ich glaube, das passt so, weil die sind ja auch relativ groß. Das heißt, dann geht es sogar beim Scan-Visor, genau. Deswegen, damit kann man sich den High-Jump am Anfang holen. So, und wenn du jetzt siehst, jetzt egal wo ich hingehe, der Beam geht theoretisch immer auf das Beast. Weil ich das Vieh anvisiert habe. Au. Hui. Ploff. Da müssen wir erst später wieder hin, beziehungsweise vielleicht gar nicht, je nachdem, ob wir das Spiel weiterspielen werden oder nicht. Da kommt dieser Warrior Suit aus für Ultimate, genau. Dieser ominöse Warrior Suit. machen wir noch eine kleine Runde? Wo gehen wir denn noch hin? Nächster Speicherpunkt. Wir könnten doch mal versuchen, die Reise zurückzumachen. Wobei, ich will ja noch beenden und alles. Ja. Also bis in die Dings. Bis in die Eiswüste schaffen wir es auf jeden Fall. Das ist ja nicht lang.
Aber wieder zurück nach Talon 4, also zur Oberwelt, schwierig. Kenn ich nur Science Fiction und YouTube-Videos, okay. Wow, 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 was war das denn? Das wollte ich definitiv nicht tun. Das Biest ist platt. Ach ja, die Höhlen von Magmor. Ein schönes Gebiet. Definitiv schönes Gebiet. Und die Musik, die wohl jeder kennt. Wie ist meine Meinung zu Pokémon? Allgemein einfach Pokémon. Ich mag Pokémon. Ich meine, ich habe nicht wirklich viel gespielt. Aber ich mag's. Und die Musik, ja. Die Musik, die wohl möglich mittlerweile jeder kennt, weil sie wirklich sehr häufig vorkommt. Aber so, eine großartige Musik. Au, toll. Ich finde, Remix ist halt so toll. So treibend. Es ist ein schöner Remix. Okay. Ich kenne sie nicht, dann hast du was verpasst. Definitiv. Dann hast du mittlerweile drei sehr gute Metroid-Spiele verpasst. Dreht er sich einfach rum, ne? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht, was er da treibt. Ja, 46 bis 50. Bis 50 holen wir uns auf jeden Fall den Boostball auch nicht mehr. Würde ich sagen, gehen wir kurz nach, wie gesagt, nach Fendrana und dann beenden wir das Ganze. Oh. Nie Smash gespielt? Ja genau, Smash kommt das. Gibt's den Song in Smash? Bin ich mir echt, muss ich mich jetzt gerade auch outen, bin mir gerade gar nicht sicher. Was, die halten zwei aus? Krass. Was hauen die Nutzer? Wusste ich gar nicht. Oh Gott. Da hatte ich den Soundtrack doch nicht so im Kopf, sag ich mal. Von welchem Teil überhaupt? Brawl? Oder das andere? Brawl und 4 auf, ja, 4, genau. 4 war's. Das andere Ding? Brawl und 4 auf jeden Fall, okay. Naja, davor, Melee wird es wahrscheinlich nicht haben, dafür wäre es zu jung. Da wusste ich echt nicht mehr. Ich kannte viele Remixes, beziehungsweise Lieder. Aber jetzt hier Dings auf jeden Fall nicht. Oh, krieg ich's hin? Yes! Okay. Nice! Wow! Wieso zur Hölle habe ich den Morphball-Jump vom Dings und den Bomb-Jump von Prime 1 noch so im Gefühl? Was zur Hölle? Ich meine, ja, das zeigt einfach, glaube ich, auch, wie sehr ich dieses Spiel kenne und liebe und sowas, aber wow. First Try, nachdem ich, wie lange schon? Also die Version habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Mein Let's Play müsste das letzte Mal gewesen sein. Und das ist dezent lange her. Okay, krass. Krasse Sache. Das freut mich gerade, muss ich sagen. Smash hat ja auch einen riesigen Soundtrack, definitiv. Und wird ja mit jedem Mal größer. Schön, schön. Schön, schön. Damit sind wir in Fendrana. Einer meiner Lieblingsgebiete. Ah je. Schön. Damit würde ich es aber für heute auch mal belassen. Speichern wir dort hinten. Und dann war's das. Wie gesagt, dann beenden wir heute frühzeitig. Dann war das jetzt halt bloß eine knappe Stunde Metroid. Aber ja, ich will zeitig beenden. Wir können ja dann theoretisch, wenn ihr das wollt, das Spiel dann theoretisch voll zu Ende bringen. Vielleicht sogar die ganze Trilogy spielen. Fendrana Drift Theme, ja, so großartig. Das ist so toll.
Hören wir uns doch gleich nochmal an. Ich will bloß nochmal kurz speichern. Können wir noch ein bisschen Smalltalken? Tut mir leid, aber ich habe leider noch einen Termin. Deswegen wird das leider nichts. Ach ja. Schön. Sehr schön. Gut, damit soll es aber für heute erstmal gewesen sein. Auch hier mit Metroid Prime. Dem einfach wunderschönen Spiel. Trilogy spielen dann 4. Naja, 4 wird noch eine Weile dauern. Das ist... so schnell geht das nicht mit dem 4. Wie gesagt, das wird wohl noch eine Weile dauern. Ich schätze ja immer noch Mitte bis Ende 2018. Na, schauen wir mal. So, das war's dann auch für mich. Schönes Game. Okay, danke, dass du dabei warst, Gamma Reaper. Wie weit bist du in Samus Returns? Ende zweite Höhle. Um es so mal zu spoilern. Schönen Tag, Woche oder ähnliches. Jo, wünsche ich dir auch. Ja, wie gesagt, das war's mit Metroid Prime. Wir können gerne das nächste Mal nochmal so eine Stunde oder zwei reinschauen. Dann sollte es schon relativ, weit kommen. Schmeiß Hunters und Federation Force noch rein. Wie gesagt, Federation Force habe ich vorerst mal genügend. Aber ja, schauen wir mal. Hunters wäre auch nochmal so eine Sache, die ich eventuell nochmal remaken würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. ADM habe ich eh schon angekündigt, dass ich remaken will. Schauen wir mal. Ich würde gerne noch weiter Macht bleiben, bin aber zu müde. Dann musst du schlafen gehen, Tregios. Alles andere bringt nichts. Und macht nur dich und andere unglücklich. Ja. Wie gesagt. Das war's aber. Vielleicht schauen wir das nächste Mal nochmal rein. Ich überlege mir mal, wie wir das machen. Vielleicht so zum Ende wieder. Aber bloß ein bisschen Metroid. Und vielleicht auch so in der Mitte. Ich denke, es gibt immer genügend Leute, die auf Metroid stehen. Und... ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann eventuell weitergeht mit Metroid Prime.